Ja, willkommen wieder in meinem Bastelkeller im Münsterland. Das ist unser Rasenmäher. Zwar für die Fläche, die wir haben, weil meine Tochter nebenan gebaut hat, völlig überdimensioniert. Aber solange wie er läuft, läuft er. Und er läuft nicht mehr. Ich werde nochmal einen kleinen Reparaturversuch machen. Warum, wieso und was nach dem Intro. Früher hatte ich noch nicht mal eine Runde geschafft und es gab einen lauten Knall. Der Motor setzte aus und beim näheren Hinsehen habe ich dann festgestellt, dass ich das Messer abgerissen hatte, in den Boden versunken ist und die eigentliche Ursache war diese Schraube. Die ist abgerissen. Ich versuche es euch mal zu zeigen. Ist da abgerissen. Warum, wieso, weiß ich nicht. Wahrscheinlich Materialschwäche. Das Ding ist jetzt auch schon über 20 Jahre alt. Ja, und der Rest, der in der Welle sitzen geblieben ist, der muss raus. So, damit man es besser sieht, habe ich hier noch eine Lampe hingestellt. Aber das sieht jetzt ein bisschen flackern, weil das diese LEDs, Billig-LEDs sind. Naja, aber. So, da ist der Rest der Schraube. Wie kriegt man die raus? Es gibt so, ja, ich weiß nicht genau, wie sie heißen, Ausdreher oder Linksbohrer. Da habe ich hier so einen Satz von, wenn man die in ein Loch reindreht, dann krallen die sich fest, weil da so eine Art Linksgewinde drauf ist, so ähnlich wie eine Holzschraube. Und dafür muss ich aber da ein Loch reinbohren in der Mitte. Und meine Erfahrung hat gezeigt, dass man sehr schnell zur Seite abdriftet mit dem Bohrer und dann das Gewinde beschädigt. Und dafür habe ich mir so eine Hülse gemacht, beziehungsweise mein Bruder, der ist Dreher, der hat mir die gemacht. Kriegt man aber auch ähnlich selber wohl hin, wenn man eine Schraube durchbohrt oder sowas. Muss nicht ganz so genau in der Mitte sein, aber jedenfalls so, dass man nicht das Gewinde beschädigt. Da hier aber auch die relativ weit vorsteht noch, habe ich dieses Teil ist der Antrieb, der Rasenmäher hat einen Antrieb, stecke ich da drauf, stecke ich das Ding in da rein, dann habe ich eine Führung und bohre dann da rein. So, ein bisschen Schneidöl dran könnte helfen. Ob schon etwas gefasst ist. Oh, könnte was werden. Ja, mir fällt gerade ein, ich nehme vielleicht einen ganz neuen Bohrer. Könnte besser sein. Jetzt muss ich auch noch den Akku eben tauschen. Ja, gut. Und weiter geht's. Und noch ein bisschen Druckluft dabei holen. So, ich bin schon tief genug drin, jetzt wollen wir mal gucken, wenn die wirklich nur abgerissen ist und nicht Gott weiß, wie fest sitzt, kriegt man die raus. Ja, bis jetzt noch nicht. Liegt jetzt dran, ob ich tief genug bin schon. Aber sie kommt schon. Seht ihr, der kommt.
Ja, das ging ja jetzt noch mal ziemlich gut. Also ich war noch lange nicht durch, aber es reicht, dass sich das hier reingefressen hat. Und die Schraube, wie gesagt, saß nicht fest, die ist tatsächlich einfach abgerissen. So, jetzt muss ich eine Ersatzschraube haben. Und ich hatte erst geschworen, dass er 8 mm ist, 9,3 und ein bisschen. Die 8 mm Schraube ist am Gewinde nur so 6 und ein bisschen. 10er. Ist zu groß, passt auch nicht. Und wenn man die Gewinde mal übereinander hält, ich habe jetzt hier eine 8er Schraube. Und wenn ich die Gewinde übereinander halte, kann man sehen, ich drehe auch noch ein bisschen anders. So, und man sieht, also die passen nicht ineinander, die Gewinde. Und ja, wenn ich eine 8er auf eine 8er lege, so wie hier jetzt, greift das genau ineinander. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ist das eine zollige Größe oder ein Feingewinde. Ich werde jetzt erstmal, wir haben am Ort einen Händler, der eigentlich gut sortiert ist mit Schrauben. Wenn ich Glück habe, kriege ich da eine, sonst muss ich es im Internet bestellen. So, ich bin wieder zurück. Ist nur einen guten Kilometer von hier. Ja, leider habe ich die Schraube nicht gekriegt. War eigentlich vorherzusehen, aber das kann man mal eben versuchen. Ich klappe auch nicht alle Läden ab hier im Umkreis von 20 Kilometer. Ich lasse das damit gut sein. Die Schraube, wie man die reinschraubt, brauche ich euch nicht erzählen. Ich habe eine bestellt. Die Schraube kostet 3,08 €. Versandkosten 5,80 €. Naja, immer noch besser wie einen neuen Rasenmäher. Die Hülse war hier sehr hilfreich. Je nachdem, wie die Schraube abgebrochen ist, wenn man es gut ankörnern kann, dass man ziemlich mittig ein Loch bohrt, geht das. Ansonsten, wie gesagt, so eine Hülse vorher machen, kommt auf Millimeter nicht drauf an. Hauptsache, man bohrt nicht so ins Gewinde rein, dass das dann auch im hinterher noch im Eimer ist. Ja, was gibt es da noch so zu sagen? Ja, dies war jetzt ein relativ einfacher Fall, weil die ging schon mal sehr schwer, die Schraube. Und dann habe ich immer, wenn ich das Messer mal nachgeschliffen habe, ein Tröpfchen Öl dran gemacht. War also sehr leicht rauszukriegen. Wenn die angerostet ist oder sonst irgendwie verbogen oder sonst was, kann es schwer werden. Bei Rost kann man noch ein paar Tage immer mit Rostlöser besprühen das Ganze und dann versuchen. Aber heiß machen hilft auch, aber ist natürlich auch nicht immer möglich. Ich hoffe, dass ich euch damit ein bisschen geholfen habe. Ja, die Hülse, wie gesagt, man kann sie selber auf eine Bohrmaschine machen. Dann kann man das natürlich sauber vorher ankörnern und schön ausrichten, damit es möglichst gerade durchgeht. Auf der Drechselbank lässt sich sowas sicherlich auch machen. Ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt Riesenkräfte auftreten. Ist halt nur eine normale Bohrung, die möglichst zentrisch da durchgehen sollte. Ja, also der Rasenmäher ist wieder gerettet. Und ja. Frühjahr kommt ja oder ist mächtig im Kommen. Das war jetzt beim zweiten oder dritten Mal mähen schon, wo der kaputt gegangen ist. Und ja, das war's wieder. Bis dahin, alles Gute und gut kommen.